Ja, und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Tomb Raider 3 Remastered hier im RX Techs oder Techs Bergwerk. Ja. Natürlich sind wir in dieser Position. So. So ist besser, ne? Wir sind den Typen hinterher gemacht letztes Mal und der ist hier runter. Natürlich, wir sind hinterher. Und diese blöde Fackel wegschmeißen. So, wir machen weiter. Ich bin ja mal gespannt. So ein bisschen, was sagt mir das noch? Ich glaube, das kann ziemlich giftig hier werden. Falsche Tasten. So, haben wir noch? Haben wir auch nichts. Haben wir hier? Oh Gott. Wir haben ja kaum noch Munition. Naja, mal gucken, was wir brauchen. Ich hoffe, es ist nicht zu dunkel für euch gerade. Aber ich finde, eigentlich geht es gerade noch. Das war das blöde Labyrinthspiel hier, ja. Ja, okay. Man musste, glaube ich, einfach nur zurücklaufen. Ich glaube, man musste einfach nur wieder zurücklaufen irgendwann. So. Tasten kommen zu. Ich mache euch auch mal noch ein Fäckchen an. Jo, dann. Einfach nur mal mit der Tür zurücklaufen und dann klappt das eigentlich schon ganz gut. Das war nicht so gut. Ja. Dann hat das Ganze nochmal. So, wo ist diese? Ich sehe nicht mal anders, was von hier unten, wo die Kante ist. Ich glaube, sie war jetzt gerade hier. Ja, man sollte nicht übertreiben. Außer kann ich nochmal zeigen, wie das hier mit den Türen jetzt gemeint ist. So. Tür geht auf. Tür geht auf. Theoretisch jetzt zurück, oder? Nee, noch einmal. Nochmal, bis die Tür neben uns hier aufgeht. Da ist das Geräusch, das wir brauchten. Das zweite Mal Tür aufgeht, ohne dass wir was sehen. Jetzt können wir zurück. Und dann sollte ich mich nicht darunter runterstürzen. Das müsst ihr ja noch machen, ja. Sollte man mal etwas vorbildlicher sein. Und vorsichtig hier runter. Zumindest so, dass wir uns hier festhalten können. Okay. Gesagt, getan, das nehme ich mit. Ich habe früher immer gedacht, das sind Robben. Der Mann in Weiß. Für Sarah bescheiden aus. Jo, der hat die jetzt abgefackelt. Ich mache dafür einen Speicherpunkt. Und hier irgendwo war ein Knöpfchen. Hier ist ein Knöpfchen. Drücke ich einfach mal. Und soweit ich weiß, sind die, glaube ich, nicht gefährlich. Ja, ich hätte es bei den komischen Soldaten. Ups, da war ein Röpserchen. Hätte ich bei den Soldaten auch machen können. Solange man sie nicht angreift, passiert auch nichts. Wobei du schon einen verdammt coolen Flammenwerfer hast. Aber gut. Ich sollte davon sowieso ein paar am Leben lassen. Vielleicht habe ich ja den Glück, dass mir die Robben töten. Ach ja, mir schwindet da eine Idee. Damals gab es hier ein beschissenes. Meint? Meine Frage. Unsere Teile sind weg. Wo sind die alle? Ich meine, die ganzen Level über hatten wir sie. Und jetzt einfach Fujikado? Na gut. Ich gehe erstmal runter. Mich zieht es irgendwie nach unten. Ich weiß auch gar nicht, welche Waffen wir nehmen. Ich glaube, Schrotflinte. Da hoch komme ich nicht. Ich steige einfach mal ein. Wir gucken mal, was passiert. Ich hätte speichern sollen, ne?
Ich hätte nochmal speichern sollen. Okay, das ist ducken. Nee. Okay, nach grün ist glaube ich gut. Das lassen wir mal an. Okay, nach grün ist nicht gut. Aua. Aua, aua. Okay. Das wird ein lustiges Spiel. Oh wei, oh wei. So. Ja, vielen Dank fürs Robbentöten. Oh Gott. Naja, war nicht allzu tief. Den muss ich aber jetzt erstmal nach oben gucken wollen. Spiel. Lass mich. Erstmal gucken, was hier oben noch ist. Scheinbar brauchen wir ja irgendwas. Ah, jetzt sind drei so ein Dinger, war bloß einfach. Einfach nur dreimal eine Runde fahren dürfen. Was haben wir hier? Irgendwas, was mich tötet, was mich angreift? Ja, Tatsache. Der Tod, ja. Der Nachteil ist, die können mich halt vergiften, ne? Und Gift ist ja immer so wunderschön in diesem Spiel. Hat übrigens noch keiner was zu geschrieben, ob Gift hier irgendwann aufhört, aber ich glaube einfach nicht. Achso. Da haben wir einfach mal Licht angemacht. Gut. Bringt jetzt nicht so unbedingt viel. Ich mache noch einen Speicher-Roni. Und dann gucken wir mal einfach in das Ding hier oben rein. Dann fangen wir halt jetzt hier oben an. Wobei, warte, ist hier oben was drauf? Ich hätte so eine Kamera gern überall. Was? Was hast du jetzt gerade gezielt? Ich will es gar nicht wissen. Ich will einfach hier einsteigen und dann fahren wir mal eine Runde. Ich habe leider keine Ahnung, was richtig ist. Können uns halt mit das hinhocken. Bremsen. Und zuschlagen. Nee. Oh Gott. Okay, setzt sich hier automatisch hin. Das bringt schon mal einen sehr großen Vorteil für diese Fallen hier. So, wir haben automatisch erhalten, das ist schon mal sehr gut. Man muss ja so viel auf einmal machen. Jetzt müssen wir ein bisschen. So. Das hätte ich gerne. Nur eine Frage. Upsa. Okay, Moment. Ich komme da jetzt gar nicht hoch. Ich will da hoch. So, meins. Immer noch krank, Entschuldigung. Ich glaube, ich werde doch dieses Let's Play nicht mehr gesund. Das wird nichts. Das kann ich mir abschreiben. Jo, was haben wir denn hier Schönes? Ja, da fehlt uns definitiv was. Nach hier unten wirkt einfach nur sehr tödlich. Weil es dieses typische Eiswasser ist, da brauche ich gar nicht versuchen. Ich will nicht ins Wasser, jetzt hört auf. Okay, also oben zum Kran, zum U-Boot brauchen wir erstmal nicht hin. Bremsen und zuschlagen mit X. Also bremsen mit Quadrat, zuschlagen mit X und wegducken mit L2.
Ich stell's mal um. Ich hab keine Ahnung. Ich hoffe, es ist alles so richtig. Bisschen wegducken. Schlagbereit machen. Wegducken. Ich weiß nicht, ob das einfach bloß wehtut, ob das denn gleich tödlich ist. Nee. Da ist der Tunnel rot. Ich will nicht ins Rote. Ich glaube, ich will nicht ins Rote. Wegducken. Sprung. Bremsen. Oh Gott. Ich hab's versucht. Da muss man ganz schön viel auf einmal beherrschen. Meine Güte. Das kann ja lustig werden. Ich brauche noch nicht Schuhe. Ich muss sofort da anfangen zu bremsen. Gut, oh gut. Hier. Vielleicht zeigt das Routing auch anders mal bremsen sollen. Ich weiß es nicht. Eieieiei. Ich hasse das Level jetzt schon wieder. So. Tucka, 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 tucka. Als wenn sie selber laufen würde. Tucka, 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 tucka. So, einmal umstellen. Und dann gleich bremsen und reinlegen. Ugh. Reinigen klappt auch noch, oh Gott. Ha. So. Okay, nach oben müssen wir erstmal nicht mehr. Ich speichere das mal. Also merken, oben ist das U-Boot. Ich gehe mal aus mit dem U-Boot, kommen wir nachher ins nächst weitere Gebiet. Das heißt, wir brauchen irgendwas fürs U-Boot. 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 Mann, gut, das ist doch kein Boot. Ich kenne das U-Boot. dass wir halt dieses Steuerrad oder Steuerhebe oder irgend sowas oder eine Kurbel oder irgendwas brauchen dafür, um das hochzukriegen für den Kran. Naja. Gucken wir mal weiter. Okay, ich könnte alles hier sicherheitshalber mich wegducken. Das will ich nicht. Ich will's nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich den kriegen soll. Das hier anhalten kann man ja nicht. Kann ich rausspringen? Ich kann mich nur in die Kurven lehnen. Ich hab's gemerkt, dass es zu schnell wird. Aber auch zu fasziniert davon. Dann nochmal. Also ich kann mich in die Kurven lehnen. Das geht auch noch. Kann ich bremsen, kann ich zuschlagen, kann mich verstecken, kann es genießen. Na, das macht sich schon alleine. Hier. Ob ich in den Kristall kommen soll, frage ich mich. Wahrscheinlich komme ich mal irgendwo lang. Hier. Etwas langsam machen. Kann ich das hier ausbremsen? Nö. Das darf ich nicht. Ruhig. Ganz ruhig. Okay, zu ruhig. Verdammt. herrlich. Ich habe jetzt schon großen Spaß. Wahrscheinlich lohnt sich diese Richtung noch gar nicht. Hin und her überlegen, ob ich den mal speichern sollte. Und
Theoretisch ja bloß ein bisschen in der Kurve bremsen, ne? So, und das jetzt theoretisch machen lassen, sonst schaffen wir die Sprung nicht. Gott sei Dank. Ich riskiere es mal. Ich mache einen neuen Speicherpunkt. Ich riskiere es einfach mal. So. Klingt schon schön gruselig. Wo kommen wir hier hin? Ich war es nicht. Verdammt. Ich war es doch nicht. Entschuldigung. Gut, dass ich gespeichert habe. Ich muss sagen, dass die Robben abfackelst. Soll ich sie sehen? So, hi. Ich nehme den gerne mit. Naja. Hätte sie Robben wahrscheinlich damit töten lassen können, wa? Kommen wir jetzt zu dem anderen Speicherpunkt. Giovanni Mo. Naja, zumindest irgendwas ist hier. Ah, nochmal fackeln. Na ja, denn. Warum nicht? Fackeln sind fürs Let's Play ganz gut. Da ich gelegentlich mehr Licht brauche. Jo. Was haben wir denn hier unten? Toll. Episch. Hey. Wie viele Fackeln haben wir denn? Muss ich da nochmal hin? Ach komm, wir haben 60 Fackeln. Das langt. Beim Zurückziehen, weißt du? Beim Zurückziehen. So. Den mal so. Etwas zaghafter darunter. Medis habe ich ja Gott sei Dank noch genug. Aufpassen, wenn sie ziehen sollte. Oh Gott. Kommt der wieder hoch? Schafft er den Weg hoch? Ist das... Is it possible? Habe ich den jetzt da unten eingesperrt? Ich meine, ich kann da vielleicht... Ich könnte da so ein bisschen... Hier so hin. Okay, das muss ich sehen. Ist jetzt ganz runtergefallen? Ist das der jetzt? Jetzt bin ich so unsicher. Der scheint aber jetzt ganz runtergefallen zu sein. Schön. Oh, von mir aus. Wer nicht wieder hat, ne? So, hier ist rein gar nichts. Ich meine, ich kann mich hier ja runter... Kann? Ich muss sogar. Ich muss irgendwie hier runter. Hier dranhängen. Futter! Oh, da schon Babys gemacht? Das ging ja schnell. Da war er aber fleißig.
Na, Tastenkombination will's nicht, oder was? Machen wir so. Nimmst du nicht mal ins Visier, oder was? Reicht mir schon. Jetzt auch runter, ne? Ah, mach ich den schon wieder. Ich krieg dich. Ich komm. Ich töte dich. So. Ich will es jetzt auch wissen. Droppst du was? Nö. Wo dropp ich mich denn sicher? Wahrscheinlich rutschen denn da drauf, ne? Hier. Ist das safe? Sieht so aus. Will ich mich vergiften, bitte? Ich kein Bedarf zu. Hey. Hier ist nix. Also, nee. Hey. Ein bisschen Himmel. Zumindest früher. Einfach nur dunkle Nische? Aber gut. Denn. Ja, Hangelpassage, schön. Machen wir das doch. So bestimmt nicht gewollt. Lieber ein bisschen weiter rüber. Da ich nicht weiß, ob es hier irgendwann doch in eine Fallanimation geht. Das hier erstmal lieber nicht so weit ausreizen. Da wollte sie nämlich jetzt schon nicht mehr. Mich jetzt hier dran schon vergiften kannst, ja, dann drehe ich durch. Ey, überlegst du dir, ja? Na, toll. Don't move. Vielleicht haben wir Glück. Hättest mir ruhig helfen können, Kumpel Dumpel. Hast selber gerade zu tun, ja. Na gut, dann ist das aber schon mal geschafft. Wir müssen gucken, was wir jetzt hier machen sollen. Der rüstet weiter so ein bisschen die Robben. Ich hoffe, er rüstet alle noch nach und nach, dann kümmere ich mich jetzt nicht um ihn drum. Kumpel, da ist noch eine Robbe. Dein Job. Manche viele Robben. Arbeitest du auch, Junge? Schauen wir jetzt. Ich würde sagen, ich kann sie alle hierher locken, so ist es nicht. Hier ist ein Brecheisen. Das ist gut. Ist hier eigentlich im Wasser was drin? Nope. So, über das Brecheisen bin ich schon mal sehr zufrieden. Jetzt möchte ich einmal hier hochgucken, was hier noch im Licht ist. Ist überhaupt was? Nicht wirklich. Aber dennoch würde ich ja gerne so ein bisschen hoch, weil da oben scheinbar die Kante ist. Wovon ich mich hangeln muss. So. Dann haben wir Brechstange für den Hauptraum. Da können wir nämlich da die eine Tür aufbrechen. Und Yama nimmt eine Brechstange statt einen Hammer. Erstaunlich, ne? Danach hat es Tom wohl auch hingekriegt. Ich muss ja jetzt ehrlich sagen, ich habe jetzt letztens mit Tom Waters Shadow nochmal so ein bisschen angefangen nebenbei. Ach, ist auch schön. Diese neu aufgelegten Teile, wo Lara wird zur Survivorin wird und all sowas. So ihre. Ihre eigentliche Vorgeschichte.
Ich sag mal so, das mit Werner, das war ja eigentlich nur. Ich weiß gar nicht, was das mit Werner war. So die ersten archäologischen Versuche ihres Lebens. So was in der Art würde ich es nennen. So, da komme ich jetzt so nicht hoch. Gut, komme ich jetzt wieder raus. Spiel. Also komm, rauslassen musst du mich jetzt noch irgendwie. Oder mich da hochlassen, eins von beiden. Okay. Ich würde sagen, habe ich die einzige Nische gefunden, wo es nicht rausgeht im Leben? Was ist das? Och. Weiß ich nicht. Mache ich das? Ja, komm. Wenn man es so offensichtlich sammeln kann, komme ich ja nicht dran vorbei. Hier, schneller mache fix, es ist kalt. Boah, ist das knapp. Meine Güte. Okay, das nicht, das nicht, das nicht. Muss ich irgendwo von. Oh Gott, von wo muss ich denn? Muss ich das schon von hier aus machen? Ich muss ja irgendwie darüber jetzt.